Meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ein ganz spontanes Video für euch. Ich bin noch dabei, mich irgendwie zurecht zu positionieren. Ein spontanes Video deshalb, weil ich gerade vom DM komme. Hier ist meine Ausbeute, ja, in einem Karton, der an der Kasse stand, weil ich meine Tasche im Auto vergessen habe, beziehungsweise eigentlich gar nicht so viel kaufen wollte. Aber es gibt so, so viele tolle neue Produkte beim DM und die wollte ich euch heute gerne in diesem Video zeigen als Inspiration. Meine Idee, als ich dann dort war, fand ich so, so gut, dass ich mir gedacht habe, vielleicht seid ihr auch noch auf der Suche und deshalb drehe ich es sehr, sehr gerne ab, dieses Video. Und zwar wollte ich für meine Freundin einen sehr, sehr persönlichen Adventskalender gestalten. Also sprich, ich wollte keinen kaufen, also diese typischen mit Schokolade oder Beauty oder was es halt alles zu kaufen gibt, sondern ich wollte den gerne selbst gestalten. Jetzt ist es aber relativ schwierig. Ich fange schon mal an auszupacken, damit das Video nicht zu lange wird. Macht es euch am besten bequem. Es ist relativ schwierig, ja, Produkte zu finden für 1 bis 3 Euro, sage ich jetzt mal, mit denen die beschenkte Person dann auch wirklich was anfangen kann. Denn meist sind es ja dann doch irgendwelche Staubfänger und das möchte man ja nicht. Man möchte Dinge verschenken und die beschenkte Person soll möglichst glücklich darüber sein und auch was damit anfangen können. Hier ist mein Kassenzettel. Und jetzt bin ich fündig geworden. Ich bin so glücklich, weil ich echt lang überlegt habe. Und jetzt kann ich euch die Sachen zeigen. Richtig krass. Und zwar, für die ersten Türchen gibt es was von Balea. Und jetzt Achtung, diese Cremedusche kostet sage und schreibe 50 Cent. Wie könnte man 50 Cent besser einsetzen als in eine Cremedusche? Und selbst wenn sie ihr nicht gefällt vom Duft her oder warum auch immer, kann sie es ja immer noch in so einen Seifenspender füllen und sich damit die Hände waschen. Ja, Gold Softness. Riecht unbedingt mal dran. Also es ist wirklich so, so gut. Hier und einmal Magic Wonderland. Diese beiden, das ist eine limitierte Edition und auch vom Packaging richtig, richtig süß. Also ich habe mich da so, so doll drüber gefreut, dass ich dann auf diese Idee gekommen bin. Sagen wir es mal so. Dann habe ich ihr noch Badezusätze gekauft für weitere Türchen. Einmal von Tete Sepp, das ist auch ganz, ganz neu, da müsst ihr auch unbedingt mal dran riechen. Das hat jetzt, glaube ich, 95 Cent gekostet. Oh, das riecht so, so gut und vor allen Dingen ist es auch ultra süß gemacht, eben auch, wie ich finde, passend zu Weihnachten. Hier dann von Dresdner Essenz, wohliges Winterglück, dieses Pflegebad. Das riecht auch so, so gut, also da wird sie sich mit Sicherheit drüber freuen. Ich finde es auch ultra cool, dass hier immer so diese Duftprobe-Dinger sind. Muss man so ein bisschen draufdrücken und dann kann man dran riechen. Macht das mal, das ist echt richtig, richtig gut. Ansonsten kann ich euch auch gerne jetzt gleich noch zeigen, was sie zum Weihnachtsfest bekommen wird. Das ist natürlich ein etwas größeres Geschenk und da wird sie sich mit Sicherheit auch drüber freuen, weil sie das auch schon die ganze Zeit bei mir sieht. Und zwar wird meine Freundin ein schönes Paketchen von mir bekommen von Beauty Mates, das Even Skin Set, falls ihr auch noch auf der Suche seid nach einer richtig schönen Hautpflege. Jetzt gerade für den Herbst, Winter, da ist ja die Haut sowieso nochmal anders, sie braucht wirklich besonders viel Pflege. Dann kann ich euch das wirklich ans Herz legen, sonst würde ich es ja selbst auch nicht verschenken, beziehungsweise nicht selbst verwenden, schon eine halbe Ewigkeit. Jeder, der mir schon länger folgt, der weiß es auch. Ich habe übrigens auch noch einen Rabattcode, der ist noch gültig. Rossella nennt er sich. Blende ich euch mal ein, beziehungsweise schreibe euch dazu nochmal alles unten in die Infobox. Schaut euch da gerne mal um. Vielleicht ist ja auch was für euch dabei. Hier das Set, einmal die Hyaluron Cream Boost und einmal hier die Hyaluron Cream Lift. Mega, mega gut, wirklich. Die haben ja auch verschiedene Booster. Einmal hier meiner, mein Poren-Minimizer. Einfach in die Handinnenfläche ein bisschen von der Tagescreme geben, ein bisschen von dem Booster rein, 2 bis 3 Tropfen und dann das Ganze im Gesicht verteilen. Man könnte den Booster auch einzeln verwenden, also alleine als Kur sozusagen. Da könnt ihr mal schauen. Vor allen Dingen, da gibt es auch einen Set-Konfigurator. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht unbedingt dieses Set nehmen, sondern ihr könnt euch das so zusammenstellen, wie es eben für euch am besten passt. Das finde ich ist eben auch super, super gut. Vor allen Dingen diese Booster hier, die könntet ihr auch mit eurer normalen Tagescreme, die ihr sowieso schon zu Hause habt und erst aufbrauchen wollt, verwenden. Ich kann es euch wirklich empfehlen. Denn da sind wirklich nur Inhaltsstoffe enthalten, die die Haut braucht. Also da ist nichts irgendwie noch extra mit drin, da ist kein Parfüm drin, kein Paraben, es ist alles vegan, tierversuchsfrei.
Ich habe es euch schon so, so oft vorgestellt und deshalb jetzt dieses wunderschöne Set für meine Freundin. Das ist auf jeden Fall eine Hautpflegeserie, die ihr Geld wert ist. Und so ultra teuer ist es jetzt auch wieder nicht. Wie gesagt, ihr könnt sehr, sehr gerne meinen Rabattcode anwenden. Da sind zum Beispiel auch keine Duftstoffe enthalten. Also falls ihr empfindliche Haut habt, auch keine Konservierungsstoffe, schaut euch da wirklich sehr, sehr gerne mal um. Es ist ganz, ganz toll. Euer Feedback dazu war bisher auch richtig grandios. Da habe ich mich mega gefreut. Und ihr fragt mich immer wieder nach einem Rabattcode. Wie gesagt, schaut gerne mal unten in die Infobox. 20% auf das komplette Sortiment mit dem Rabattcode Rossella. Einfach mal unten reinschauen. Ich verlinke euch die Produkte, die meine Freundin bekommen wird. Ich muss übrigens meiner Freundin sagen, dass sie dieses Video nicht schauen darf. Sonst ist ja die Überraschung hinüber. Übrigens für diese Freundin, also ich wünschte, jeder könnte so eine Freundin haben, tatsächlich. Also ich glaube, wenn ich die mitten in der Nacht anrufe und ihr sage, dass ich sie kurz brauche, wäre sie 3 Minuten später hier. Wirklich. Also ich hoffe, jeder von euch da draußen hat so eine Freundin. Sensationell. Und so hilfsbereit und so fröhlich auch immer und einfach, ja, gibt mir ganz, ganz viel in meinem Leben. Einfach ganz, ganz toll. Bevor ich jetzt hier noch anfange zu weinen, mache ich mit dem Adventskalender weiter, beziehungsweise mit den neuen Produkten, die es eben bei DM gibt. Für den Adventskalender wird sie noch bekommen. Hier, Schönheitsgeheimnisse, ein Shampoo, goldene Milch von Balea, auch richtig, richtig schön vom Packaging. Ich finde, es sieht so edel aus und das war wirklich nicht teuer. Also richtig, richtig toll. 95 Cent. Also 95 Cent, hallo? Wo finde ich denn da draußen ein Produkt für 1 Euro, mit dem sie auch richtig krass was anfangen kann? Ich finde es echt genial. Dann habe ich auch noch die passende Spülung dazu gekauft. Also hier goldene Milch für strapaziertes Haar, für Glanz und Geschmeidigkeit. 95 Cent. Hallo. Ja, richtig cool. Dann habe ich ihr noch 2 Nagellacke mitgenommen von Trend It Up. Ich frage mich gerade, wo der andere ist. Wahrscheinlich ist er runtergefallen. Jedenfalls ein Base Coat und ein Nail Hardener. Den anderen, ich finde ihn gerade nicht. Aber der war auch günstig. Ich glaube 1,95 €. Und ich fand das Packaging so schön. Mir hat es so gut gefallen. Und vor allen Dingen hat es genau die richtige Größe dann für den Kalender. Ich muss dann mal gucken, wie ich diese Produkte hier am besten platziere bzw. drapiere, unterbekomme. Mir fällt da bestimmt was ein. So kleine Kartons oder so. Also ich stelle mir das schon richtig gut vor. Beziehungsweise ich mache ja sowas total gerne. Vor allen Dingen mitten in der Nacht bin ich dann beschäftigt, wenn alle schlafen. Braucht da meine Ruhe. Ja, da freue ich mich. Ich mache sowas super gerne, ne? Ich frage mich gerade, wo dieser Nagellack hin ist. Das nervt mich gerade. Wo ist er? Wartet. Ne, ich finde ihn wirklich nicht. Naja. Gut, sei es drum. Ich habe ihn euch ja eingeblendet. Jedenfalls habe ich dann hier noch dieses Produkt. Das hatte ich euch schon in meinem letzten DM-Haul gezeigt. Kuschelbad nennt sich das. Ich habe das jetzt nachgekauft, weil ich das für uns so, so gut fand. Dieser Geruch, dieses Gefühl einfach so, ja, fast schon weihnachtlich, aber so Herbst, Winter, richtig, richtig toll. Es war nicht ganz günstig. Ich glaube 3,45 €. Lasst mich nicht lügen. Ich blende es euch ein. Ganz, ganz toll. Falls ihr noch auf der Suche seid, mega. Mega gut. Und dann habe ich ihr von Tetezept noch dieses hier mitgenommen. Ein bisschen hochwertiger, sage ich jetzt mal so. Das hat knapp 3 € gekostet. Aromadusche, verwöhnend, Granatapfel, Arganöl. Ja, fand ich das Packaging auch mega schön. Sieht so ein bisschen aus wie von der Apotheke. In der Apotheke war ich übrigens auch und habe ihr noch ein Produkt gekauft für den Adventskalender. Kommen wir gleich dazu. Bin ich nämlich total überzeugt von diesem Teil. Und deshalb habe ich es ihr auch gekauft. Und hier das Produkt, weshalb ich überhaupt zum DM gerannt bin. Deshalb auch ohne Korb oder Aufbewahrungsmöglichkeit. Ich habe einfach nur Spülmittel gebraucht. Ne? Habe jetzt das mitgenommen von Frosch. Dann habe ich auch noch Spülmaschinentabs gebraucht. Die sind allerdings schon in der Küche im Gebrauch. Ja, ich konnte die Spülmaschine nicht einschalten. Ne? Deshalb schnell zu DM und dann hier 40 € los. Balea milde Seife habe ich noch mitgenommen. Antibakteriell für uns, fürs Bad unten, für die Kinder. Und hier jetzt noch weiter für den Adventskalender. Nein, dieses Video ist nicht gesponsert von Balea. Die haben echt tolle Produkte, ne? Und für den Preis wirklich gigantisch. Hier Parfüm Body Lotion. Pink
Blossom. Da müsst ihr auch unbedingt mal dran schnuppern. Und das Packaging auch hier wieder so, so schön. Ja, ganz, ganz toll und auch nicht so teuer. Was hat denn das jetzt gekostet? 1,25. Geht voll klar. Für den Lissandro habe ich das noch nachgekauft. Soft Oil Balsam. Das mag er tatsächlich super gerne und das kaufe ich immer wieder nach. Auch das ist gar nicht teuer. Gerade jetzt, wenn man kalkhaltiges Wasser hat und die Haut eher rau ist bzw. trocken, kann ich euch das sowas von ans Herz legen. Für wenig Geld habt ihr ein bombastisches Produkt. Richtig krass. Und dann habe ich für meinen Mann noch die Kekse hier mitgenommen, weil die eben vegan sind. Ich finde, die schmecken nicht so geil, aber er findet sie gut. Ja, und vor allen Dingen sind sie halt vegan. Fehlen schon zwei. Liam hat einen geschnappt und mein Mann eben auch schon. Und jetzt kommen wir noch zum Produkt aus der Apotheke. Und zwar diese Ingwertropfen. Die sind so, so gut. Ich mache mir die immer in Tee rein. Man soll hier zweimal täglich 20 Tropfen quasi in Saft oder ins Wasser geben. Ich mache mir den einfach ins Tee. Ins Tee vor allen Dingen. Nicht in den Tee, sondern ins Tee. Ja, ich habe gesagt, ich werde dieses Video so wenig wie möglich schneiden. Jetzt wurde die Kamera gerade zu heiß. Ja, das Leben eines YouTubers. Ich mache nur Spaß. Also, diese Ingwertropfen hier, wo war ich stehen geblieben? Also, fürs Immunsystem finde ich, also ich habe einfach ein total gutes Gefühl. Zum einen mag ich Ingwer sehr, sehr gerne und ich hatte mir in der Apotheke eben auch an diesem Tag Tee gekauft. Ich blende euch den mal ein. Ich habe den jetzt nicht hierher geholt. Holunder Zink war das. Und eigentlich kaufe ich immer die Zitronenversion. Da habe ich mir gedacht, komm Heidi, sei mal total kreativ und probier mal was anderes. Das war ein Fehler. Nicht, dass das jetzt ultra schlecht schmeckt, aber ja, ich habe mich so auf diese Zitrone eigentlich eingeschossen. Und wenn ich aber diesen Holunder Zink Tee mit dem Ingwer mische, paar Tropfen rein, bombastisch. Ja. Spaß beiseite. Also, jetzt gerade zur Winterzeit, Grippezeit, fürs Immunsystem, das kommt eben auch noch in ein Türchen mit rein. Jo, und das war es soweit von meinem DM-Haul mit den neuen Produkten, beziehungsweise mit den Produkten für den Adventskalender für meine Freundin. Vielleicht war es eine kleine Inspiration für euch. Mich fragen auch immer ganz, ganz viele, ob ich nicht zeigen könnte, was meine Kinder zu Weihnachten bekommen. Kann ich euch gerne ein Video dazu abdrehen und dazu zum Thema Adventskalender haben mich auch viele gefragt. Ich habe euch schon mehrere Videos abgedreht in den letzten Jahren von den Adventskalendern, die ich so gebastelt habe für meine Freundinnen, für die Steffi letztes Jahr. Den fand ich auch total schön. Da habe ich, gibt es übrigens auch noch bei DM, habe ich so einen Bilderrahmen gekauft. Da waren so, wie soll ich denn das erklären? Also da konnte man so kleine Bilder aufhängen und da habe ich ihr so die Geschenke dran drapiert und habe sie ihr eben geschickt. Da hat sie sich auch super doll drüber gefreut. Ich habe alle Bilder ausgedruckt, so klein und ja, der kostet, also der Bilderrahmen kostet 11,95 bei DM und die haben so, so schöne Sachen im Moment. Blende ich euch jetzt auch mal ein. Also irgendwie ist man schon sehr verführt, das zu kaufen. Auch so diese kleinen Sachen. Vielleicht findet ihr ja da auch was für euren Adventskalender, falls ihr eben auch einen basteln möchtet. Und eben die Produkte, die ich euch gezeigt habe, damit kann man sicher nichts falsch machen. Gerade jetzt für 50 Cent für ein Produkt oder 1 Euro, ja, da liegt ihr mit Sicherheit nicht falsch. Vor allen Dingen, wenn ihr jetzt auch für den Adventskalender an sich nicht ganz so viel Geld ausgeben möchtet, sondern eher für das Hauptgeschenk zu Weihnachten. Ja, ansonsten bekommt sie noch was anderes von mir, einen Gutschein. Da habe ich so ein kleines Fläschchen, kann ich euch jetzt auch mal einblenden, habe ich jetzt auch nicht hochgeholt, weil das ja ein spontanes Video ist. Da bekommt sie einen Gutschein von mir und ja, das ist sehr privat, aber da wird sie sich mit Sicherheit auch freuen. Ja. Okay, meine Lieben, also ich hoffe, es geht euch allen gut, passt mir gut auf euch auf und ich hoffe, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Und ich freue mich, dass ihr mit dabei gewesen seid. Bis dann. Tschüss.